Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Regeneration und wie man sie unterstützen kann. Die Regeneration ist ein wichtiger Teil des Trainingsprozesses, der in der Praxis aber leider oft vergessen wird. Die Regenerationsmaßnahmen sollten sowohl bei Profis als auch bei Hobbysportlern einen großen Stellenwert einnehmen. Tatsächlich gibt es zwischen Burnout und Übertraining viele Parallelen. Leistungsabfall, Schlaf- und Essstörungen, Gewichtsschwankungen, psychische Unausgeglichenheit, Aggression, Lethargie, Gereiztheit und ein geschwächtes Immunsystem. Allgemein kann zwischen aktiver, psychischer und passiver Regeneration unterschieden werden. In diesem Video wird nur auf die passive Regeneration eingegangen. Das einfachste und zugleich wichtigste Element ist der Schlaf. Für die meisten ist es selten möglich, direkt nach dem Sport kurz ein Schläfchen zu machen. Umso wichtiger ist daher der Nachtschlaf. 7 bis 8 Stunden Schlaf sollten es schon sein. Profis schlafen bis zu 11 Stunden, wobei es individuell natürlich sehr große Unterschiede gibt. Während dem Schlaf passiert in unserem Körper einiges. Es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die für die Regeneration und das Zellwachstum von großer Bedeutung sind. Die Verarbeitungsprozesse und die Wundheilung arbeiten auf Hochtouren und auch das Immunsystem kann sich im Schlaf wieder erholen. Man kann sehr professionell trainieren und sich gleichermaßen mit suboptimaler Ernährung wieder viel kaputt machen. Geschmack und Vorlieben bei Lebensmitteln oder bestimmte Ernährungsstrategien sind etwas ganz Individuelles und ich will jetzt gar nicht auf die Vor- und Nachteile von bestimmten Lebensmitteln oder Ernährungsstrategien eingehen. Für die Regeneration ist Folgendes extrem wichtig. Die erste Aufgabe nach dem Sport ist der Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts. Da unmittelbar nach dem Wettkampf das Hungergefühl meist nicht sehr ausgeprägt ist, sollten die wichtigsten Kohlenhydrate über die Flüssigkeit aufgenommen werden. Aber woher weiß ich denn, wie viel Flüssigkeit ich eigentlich verloren habe? Hier eignet sich der Wiegetest zur Ermittlung der Schweißflussrate. Ich wiege mich direkt vor, direkt nach dem Training. Falls ich etwas getrunken habe, muss ich das zum Ausgangsgewicht addieren und somit sehe ich, wie viel Flüssigkeit ich verloren habe. Die Empfehlung ist es, für 1 Liter Schweiß 1,5 Liter Flüssigkeit wieder aufzunehmen. Hier sieht man beispielsweise meine Protokollierung der Schweißflussrate bei mybestzeit.de. Dazu kommt in den nächsten Wochen noch ein extra Video, auch über die Zusammensetzung des Schweiß und die Konsequenz für das Training. Circa 1 Stunde nach Wettkampfende empfiehlt es sich, sofern es der Magen zulässt, Kohlenhydrate mit hochwertigen Proteinen zu kombinieren. Denn bis circa 2 Stunden nach dem Wettkampf verfügt der Körper über ein sogenanntes Open Window. Das ist ein anaboler Nachbelastungsstoffwechsel mit erhöhter Aufnahmefähigkeit. Die Empfehlung sind 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht alle 2 Stunden mit hohem glykämischen Index. Weil die Insulinsekretion die Glukoseaufnahme in die Muskeln fördert. Eine kombinierte Aufnahme von Kohlenhydrate und Eiweiß, da sollten es mindestens 8 Gramm sein, beeinflussen zusätzlich die Proteinsynthese, also wichtig für die Reparatur und den Wiederaufbau des Muskels. Je nach Appetit und Verträglichkeit werden zum Beispiel ein Brot mit Topfenaufstrich, Joghurt mit Banane, Kohlenhydrat-Eiweißriegel, Nudeln mit Fisch oder Reis mit etwas Fleisch günstig. Wenn Ernährung und Schlaf optimal realisiert werden, ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Massage hat einige Effekte, die für die Regeneration von Bedeutung sind. Neben mechanischen Effekten wie das Lösen von Verklebungen, Steigerung der Durchblutung und Verbesserung der Versorgung der Muskulatur mit Nährstoffen sind vor allem die psychischen Effekte wie Entspannung, Verbesserung des Allgemeinzustands und Verminderung des Muskeltonus von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr nicht die Möglichkeit von regelmäßigen Massagen habt, sind die Black Roll oder der Compex Fix eine gute Alternative. Vor allem den Compex Fix verwende ich oft nach dem Schwimmen, um die Muskeln schneller wieder einsatzfähig zu machen. Bei der Sauna kommt es durch die Hitze zu einer Temperaturerhöhung des gesamten Organismus, was zu einer Durchblutungsförderung führt. Trotz des großen Eiweißverlustes verliert der Körper in der Sauna weniger Elektrolyte als bei körperlicher Aktivität. Auch der psychische Entspannungsfaktor darf hier nicht vernachlässigt werden. Eine lokale Wärme- oder Kälteanwendung kann ich mit Therapiekompressen erreichen, die zusätzlich den Vorteil einer Kompression haben.
Anwendungsgebiete sind hier die Reduktion von Schmerzen oder Schwellungen bzw. allgemein die Beschleunigung der Regeneration. Aufgrund der Erfrierungsgefahr sollten die Coolpacks nie direkt auf der Haut aufliegen, sondern immer wie hier von einem Stoff umhüllt. Reine Kälteanwendungen können beispielsweise das Kältebecken, hier empfehlen sich 2 bis 4 Minuten bei 4 bis 11 Grad oder 2 bis 30 Minuten bei 14 bis 18 Grad oder Kaltwasserduschen 30 Sekunden bis 4 Minuten sein. Die wissenschaftliche Studienlage ist zur Kälteanwendung noch etwas dünn, aber man vermutet positive Effekte auf den Metabolismus, Reduktion von Entzündungsfaktoren und vermindertes Schmerzempfinden. Bei Läufern und Triathleten sehr beliebt sind Kompressionssocken bzw. Kompressionsstrümpfe. Das Hauptargument ist die Unterstützung bzw. die Förderung des venösen Rückstroms. Wissenschaftlich ist das nicht bewiesen, da laut Experten die Stärke der Kompression nicht ausreicht, um den venösen Rückstrom zu unterstützen. Dennoch beschreiben viele Sportler ein Leichtigkeitsgefühl und da die Socken definitiv nicht schaden, darf der psychologische Effekt nicht vernachlässigt werden. In der Regenerationsphase nach den Läufen dürften Kompressionsstrümpfe aber tatsächlich positive Effekte auf die beschleunigte Regeneration haben. Das für mich spannendste und wirksamste kommt zum Schluss, die Elektrostimulation. Hier gibt es für mich nichts Entspannenderes, als am Abend die Beine hochzulegen und den Strom noch ein bisschen für mich arbeiten zu lassen. Bei der Elektrostimulation werden Nervenfasern durch elektrische Impulse stimuliert, die durch Elektronen übertragen werden. Das Prinzip der Elektrostimulation reproduziert den Prozess, der während einer willkürlichen Kontraktion stattfindet. Der Stimulator sendet einen elektrischen Impuls an die Nervenfaser, um diese anzuregen. Diese Anregung wird dann auf die Muskelfaser übertragen und führt zu einer mechanischen Reaktion, dem Zucken des Muskels. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Muskelkontraktion. Je nach Programmeinstellung, also Zahl der Impulse pro Sekunde, Dauer der Kontraktion, Erholungsphase und Gesamtlaufzeit des Programms, wird der Muskel in Abhängigkeit von der Muskelfaser unterschiedlichen Trainingsmethoden ausgesetzt. Die verschiedenen Arten von Muskelfasern können entsprechend ihrer jeweiligen Kontraktionsgeschwindigkeit ermittelt werden und die Muskelarbeit sehr genau auf das gewünschte Training ausgerichtet werden. Also zum Beispiel Muskelkräftigung, Verbesserung der Durchblutung, Volumenzunahme und so weiter. In der Therapie gibt es gute Studien zur Verbesserung von Muskelschwäche, Rückenschmerzen und Arthrosen durch Elektrostimulation. Für Untrainierte hat es folgende Vorteile. Das Training ist weniger anstrengend als normales Krafttraining. Trotz hoher Muskelaktivität gibt es viel geringere Gelenksbelastungen und der Strom kann zur Schmerzreduktion eingesetzt werden. Im Sport lassen sich positive muskuläre Anpassungen im Bereich Faserquerschnitt, Faserzusammensetzung und Aktivität oxidativer Enzyme beobachten. Vor allem bei der Maximalkraft und Schnellkraft kann man große Leistungszuwächse beobachten. Es ist damit eine sehr sinnvolle Ergänzung zum Training und zur Regeneration. Ob sich das Training langfristig gut entwickelt, überprüfe ich mittels Vitalmonitor, der meine Herzfrequenzvariabilität misst und mir dadurch Trainingsempfehlungen gibt. Mehr dazu findet ihr in den Infokarten rechts oben. Bis zur nächsten Woche. Know it, do it.